Howdy Rangers, ich möchte euch in diesem Wasteland 2 Video eine Übersicht der 15 NPC-Gruppenmitglieder geben, die ihr im Verlaufe von Arizona antreffen könnt. Alle sind mit gewissen Anforderungen verknüpft, das können entweder Quests sein oder Attributanforderungen in Form von Charisma, und was ihr genau da machen müsst, möchte ich euch in den nächsten Minuten erläutern. Die erste in dieser Reihe ist ganz klar Angela Death, denn sie trefft ihr, sobald ihr mit der Beerdigung von Ranger Ace fertig seid, was ihr Freund war. Sie steht in der südlichen Ecke der Ranger-Zitadelle, das heißt, vor dem Ausgang müsst ihr einfach mal kurz nach links gehen und dann könnt ihr sie anheuern. Sie hat selbst bereits den Rang eines Captains und ist somit Stufe 14 und quasi der höchste Charakter, den ihr überhaupt als Gruppenmitglied hier in Arizona antreffen könnt. Der einzige Grund, warum sie sich euch anschließen möchte, ist, dass sie den Mord an ihrem Freund aufklären möchte und deshalb auch nur begrenzt bei euch bleibt. So ungefähr nach einem Viertel des Spiels wird sie dann wieder abkommandiert, bekommt das Kommando über das Team Foxtrot und ihr werdet sie so schnell nicht wiedersehen. Was im Endeffekt für euch bedeutet, Angela Death ist zwar eine gute Bereicherung für den Anfang, ihr solltet euch aber nicht zu sehr auf sie verlassen. Ebenfalls auf dem ersten Startgelände, also dem Außenbereich der Ranger-Zitadelle, könnt ihr drei weitere Gruppenmitglieder anheuern. Das sind Ashley Brigo, Rook und Laloka. Sie sitzen in der Nähe des Ausgangs und ihr könnt nicht so wirklich mit denen reden, also die scheinen überhaupt nicht mit euch diskutieren zu wollen. Damit sich das ändert, müsst ihr tatsächlich Gruppenmitglieder verloren haben, also welche, die ihr selbst erstellt habt, also die ersten vier Charaktere meine ich damit. Solltet ihr mit diesem Verlust wieder zurück zur Ranger-Zitadelle kommen, könnt ihr eure Ränge durch Ashley, Laloka oder Rook auffüllen. Diese drei sind alle Stufe 1, das heißt, sie sind wirklich nur für den Beginn des Spiels gedacht. Später könnt ihr die halt durch andere Leute ersetzen, die wesentlich hochstufiger sind. Damit haben wir jetzt die Ranger-Zitadelle abgeschlossen. Am Funkturm selbst, wo ihr als erstes hingeht, gibt es keine Gruppenmitglieder. Als nächstes kommt ihr dann entweder ins Agrarzentrum, also im Eckcenter, oder nach Highpool. In jedem dieser Gebiete könnt ihr ein Gruppenmitglied finden und da sich die beiden voneinander ausschließen, machen es die Gruppenmitglieder entsprechend auch. In Highpool findet ihr einen Käfig, ziemlich im Zentrum des oberen Abschnitts, wo ein Indianermädchen eingesperrt ist oder eine amerikanische Ureinwohnerin, wie man das ja so schön sagt. Die bittet euch um Hilfe, ihrer Meinung nach ist sie da vollkommen grundlos eingesperrt worden, möchte aber auch erstmal nicht so direkt mit euch reden, damit sie mit euch redet und sich auch anbietet als potenzielles Gruppenmitglied, müsst ihr erstmal die Rowdies, also diese Gören, die da rumhängen, für sie vertreiben. Das könnt ihr auf zwei Wegen machen, entweder kauft ihr euch von Harold in dem Laden nebenan ein paar Sargnägel-Zigaretten, also Coffin Nails. Oder ihr habt zufällig schon die Murmeln und die Steinschleuder gefunden, liegen glaube ich ziemlich am Eingang des Gebietes, nahe der ersten Gruppe, und dann könnt ihr diese beiden zusammen den Gören ebenfalls geben. Also als erstes die Steinschleuder, dann die Murmeln, damit sie damit Zielübungen machen können. Dann verziehen sie sich ebenfalls. Sobald die abgezogen sind, könnt ihr euch genauer mit Vulture's Cry unterhalten, welche dann auch anbietet, sich euch anzuschließen, sobald ihr sie aus dem Käfig befreit. Dafür gibt es dann auch verschiedene Wege. Zum einen könnt ihr abwarten, bis ihr mit den ganzen Quests hier fertig seid. Sobald Kate Preston an der Macht ist, also die Bürgermeisterin ist, gibt sie euch automatisch den Käfigschlüssel, weil sie meint, dass Sean Bergen Vulture's Cry grundlos eingeschlossen hat. Oder wenn ihr sie vorher rausholen wollt, dann müsst ihr euch entweder direkt mit Sean Bergen über sie unterhalten und von ihm den Schlüssel einfordern, nachdem ihr rausgekriegt habt, dass es gar keinen Grund gibt, Vulture's Cry einzuschließen. Und ähnlich verhält es sich halt, wenn ihr einfach das Schloss von der Zelle knackt, denn dann wird euch Sean Bergen ansprechen, sobald ihr versucht, wieder an ihm vorbeizukommen, also mit Vulture's Cry. In dem Fall fragt ihr euch dann, was ihr euch denkt, dass ihr die Gefangene befreit habt. Dann müsst ihr ihn nur noch davon überzeugen, dass ihr Vulture's Cry in die Zelle der Ranger-Zitadelle bringt.
als Gefangene hat Vulture Skrull natürlich keine Ausrüstung. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine besitzt, denn anschließend nach der Befreiung könnt ihr wiederum in das Geschäft gehen, wo ihr schon die Zigaretten gekauft habt und Harold drauf ansprechen. Und wenn ihr dann wiederum da ein bisschen Sprachfertigkeiten einsetzt, dann bekommt ihr die ganze Ausrüstung auch kostenlos zurück. Der alternative Charakter zu Vulture's Cry ist in dem Fall Rose. Die ist wesentlich einfacher zu bekommen. Sobald ihr ins Agrarzentrum kommt, also in den zentralen Komplex, werdet ihr da von Cassie Lawson begrüßt. Die schickt euch sofort zu Rose, die einfach rechts, also östlich im Agrarzentrum ist und in ihrem Labor ein bisschen forscht. Von ihr bekommt ihr die Luftschleusencodes, um überhaupt in den westlichen und östlichen Teil dieses zentralen Komplexes zu kommen. Und in dem Augenblick bietet sie euch an, dass sie sich euch anschließt. In dem Fall würde sie die Luftschleusen automatisch für euch öffnen. Ihr hört schon, das ist wesentlich einfacher als die ganze Vulture's Cry-Geschichte. Es ist gut möglich, dass es hier im Nachhinein auch noch eine Charisma-Prüfung gibt. Bei mir ist sie jetzt zumindest noch nicht implementiert. Auf alle Fälle öffnet euch Rose später auch noch ein, zwei Türen. Also wenn ihr zum Beispiel nach Darwin kommt, dann kennt sie direkt den Code für die Labortür und macht euch die automatisch auf. Ich persönlich bevorzuge ehrlich gesagt Vulture's Cry. Rose besitzt von Anfang an eine Pistole, die aber wirkt wie eine Schrotflinte und nur einen einzigen Schuss hat. Ihr solltet ihr definitiv als erstes mal eine vernünftige Waffe oder vielleicht eine andere Waffenfertigkeit geben. Das nächste Gebiet, was ihr dann aufsucht, ist höchstwahrscheinlich das Gleisnomadenlager. Hier hört ihr gleich am Anfang einen Hilferuf von Jesse, weil ihr Freund Ralphie im See ertrinkt. Den solltet ihr umgehend retten, also da könnt ihr zu den Marterpfählen auf der Insel laufen und dann den rechten, also den äußeren, hinteren Marterpfahl mit brachialer Gewalt umhauen. Dadurch kann er dann wieder ans Land kommen und bedankt sich bei euch. Sucht ihr ihn anschließend wieder in seiner Wohnung, also in dem zweiten Waggon auf der rechten Seite des Topikenlagers auf, dann bedankt sich seine Mutter Libby bei euch und bittet euch, Ralphie zu einem Ranger auszubilden. Stimmt ihr dem zu, kommt er ebenfalls in eure Gruppe. Gleich nebenan, etwas weiter nördlich, in dem Slums-Abschnitt des Topikenlagers, findet ihr Scotchmo. Da ist der Name ganz klar Programm. Das ist ein alter Penner, der nur auf Schlangensaft, also auf Alkoholiker aus ist, die er auch nochmal parallel vergraben hat in so einem kleinen Versteck, wo er euch hinführt. Das Erstaunliche an diesem Safe-Knacker ist, dass er der Erste ist, von dem ich zumindest weiß, dass er einen Charisma-Check hat. Der liegt bei mir hier gerade aktuell bei 15. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird in den nächsten Tagen, wenn das Spiel released wird. Sollte eure Gruppe also keinen Gesamtwert von 15 Charisma haben, beziehungsweise diesen Grenzwert erreichen, dann sagt er einfach, dass ihr nicht schön genug seid, obwohl er selbst potässlich ist und möchte nicht mit euch mitkommen. Einen dritten Charakter gibt es dann ebenfalls noch hier in dem Gleisnomadenlager, der ist aber sehr kompliziert zu bekommen, also noch umfangreicher, als es bei Vulture's Cry vorhin der Fall war. Die Rede ist von Schissel bzw. Meißel, je nachdem, ob ihr die englische oder deutsche Version spielt. Bei Meißel handelt es sich um den Sicherheitschef der Atchison, also von Casey James. Er schließt sich euch nur an, wenn es euch tatsächlich gelingen sollte, einen Frieden zwischen den Atchison und den Topekans auszuhandeln. Das ist eine wirklich umfangreiche Aufgabe, die wahrscheinlich so eine halbe Stunde oder so zu erklären bedürfen würde. Deswegen könnt ihr euch das parallel in unserem Lösungsvideo ansehen, also zum Gleisnomadenlager. Das wird an dieser Stelle einfach zu umfangreich. Solltet ihr den Friedensvertrag jedenfalls dann ausgehandelt haben, könnt ihr das Gleisnomadenlager ganz normal verlassen und in dem Augenblick läuft euch Schissel in die Arme und bittet euch, ihn festzunehmen für seine ganzen Gräueltaten. Stattdessen könnt ihr ihn dann in die Gruppe aufnehmen und mit ihm weitere Aufgaben bestreiten. Ein Gruppenmitglied, was viele von euch sicherlich übersehen werden, ist Pisepi Joreen. Sie hieß früher Vipula, also während der meisten Beta-Zeit. Ich nehme an, dass sie kürzlich umbenannt wurde, weil Pisepi der Name eines Kickstarter-Backers ist. Wie auch immer, taucht Pisepi auf, wenn ihr das Darwin-Labor wieder verlasst. Dann steht sie vor euch und bittet, mit euch mitkommen zu dürfen, um die Welt zu sehen.
Vielleicht habt ihr das Darwin-Labor aber schon abgeschlossen und sagt mir jetzt, da war überhaupt keiner. Richtig. Der Punkt ist, dass Pisepi eine Charisma-Anforderung von 30 Punkten hat, was halt sehr hoch ist. Das heißt, sie taucht nur auf, wenn eure Gruppe insgesamt 30 Charisma oder mehr hat. Das bedeutet aber nicht, dass ihr die an der Stelle haben müsst. Also ihr könnt zum Beispiel Darwin durchgequestet haben und wenn ihr dann später durch Schreine oder sowas 30 Charisma zusammen habt, könnt ihr auch jederzeit wieder nach Darwin zurückgehen und dann wird Pisepi Joreen da stehen. Sie ist aufgrund ihrer Attribute zwar keine sonderlich gute Kämpferin, besitzt aber sehr viel Intelligenz und bekommt somit auch einiges an Fähigkeiten hinzu. Ein Charakter, der relativ stark ist, habe ich jetzt noch vergessen, das wäre Takayuki. Ihn könnt ihr in der Level-Up-Mine anwerben. Der bietet sich euch als Leibwächter an, sobald ihr seine Mutter, also das ist eine der verschütteten Bergleute in der Mine, befreit habt. Diese Level-Up-Mine befindet sich im Südwesten von Arizona. Wenn ihr da in die Nähe kommt, also geht einfach mal von der Ranger-Zitadelle nach unten, dann hört ihr automatisch einen Funkspruch. Ihr könnt diese Level-Up-Mine auch einfach durch eure Perception-Fähigkeit aufdecken, wenn ihr dran vorbeilauft. Und es ist eigentlich nicht sonderlich schwer, diese Mine aufzuräumen. Da sind nur ein paar Honigdachse drin. Takayuki ist eigentlich auf Nahkampfwaffen spezialisiert, aber da er viel Stärke besitzt, könnte ihm auch problemlos ein paar schwere Waffen in die Hand drücken und damit aus ihm halt einen guten Fernkämpfer machen. Die nächsten drei Charaktere bekommt ihr aus dem Canyon des Titans. Und der Canyon bzw. der Tempel des Titans ist so eine Sache, die mehrere Enden nehmen kann, also vier Stück, um genau zu sein. Und je nachdem, welchen Weg ihr gewählt habt, bekommt ihr hier am Ende einen anderen Nichtspielercharakter als Gruppenmitglied angeboten. Solltet ihr euch für die Seite der verrückten Mönche entschieden haben und denen tatsächlich die Atomrakete zur Verfügung gestellt haben, also die aus Silo 7, dann steht euch am Ende Denq zur Verfügung. Das ist ein Komiker, der wartet dann am Eingang des Titan-Abschussraketensilos. Und er möchte von euch im Endeffekt eine Eskorte, wofür er sich dann eurer Gruppe anschließt. Habt ihr euch für die Mad Monks und Vater Enola entschieden, ihm aber am Ende nicht die Atomrakete gegeben, dann sind die Mad Monks etwas desillusioniert und ihr könnt Corin Kane hinter dem Lager der Mad Monks finden. Es ist euch dann also möglich, tatsächlich so einen echten, total verrückten Mönch in eure Gruppe aufzunehmen, was sicherlich mal eine Abwechslung ist. Ich konnte bei ihm jetzt noch keine Charisma-Anforderungen feststellen. Falls es die doch gibt, ist sie relativ niedrig. Das genaue Gegenteil dazu ist hingegen Gary Wolf. Ihm begegnet ihr in beiden Enden der Texas Klapperschlangen-Miliz, also wenn ihr euch für diese andere Partei entschieden habt. Gary steht immer auf der anderen Seite des Tempels, egal ob ihr den Texas Klapperschlangen die Titanrakete überlassen habt oder nicht. Er schließt sich euch aber nur an, wenn ihr wieder mal 30 Charisma zusammengekratzt habt. Also 30 Charisma auf insgesamt 6 Charaktere verteilt sind. Andernfalls hält er euch nicht für so imposant und möchte sich euch auch nicht anschließen. Wie schon bei Pisepi ist das natürlich ein hoher Wert, der nicht ganz so einfach zu erreichen ist. Das allerletzte Gruppenmitglied bekommt ihr dann auch aus dem letzten Gebiet von Arizona. Das ist Lexcanium. Den könnt ihr aus seiner Zelle befreien, sobald ihr dem Bastler bzw. Tinker, wie er im Englischen heißt, das Handwerk gelegt habt. Ihr braucht nach diesem Kampf einfach nur die Zelle aufschließen und ja, dann außerdem diesen Charisma-Check wieder überstehen. Ich weiß nicht genau, bei was für einem Wert der liegt. Ich schätze irgendwas um die 20, mir war es relativ leicht möglich, ihn aufzunehmen. Ist auf alle Fälle nicht so hoch wie bei Gary Wolf. So, das waren sie, also alle Charaktere, denen ihr hier in Arizona begegnen könnt. Ich hoffe, das Video war einigermaßen hilfreich für euch. Wenn ja, dann unterstützt uns bitte ein wenig, indem ihr mal den Like-Button hier auf YouTube anklickt.